Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Pikachu und wir sind immer noch im Lavandia-Tor. Ja, mitbekommen die Items der Säuse, zum Glück habe ich sie nicht gekauft. Das ist ein Ast-Trainer. Und weiter nach oben. Hey, Tragosso! Es ist nicht hier, du kannst noch lange suchen. Es ist nirgends zu sehen. Aber das sieht mir nach einem Apollo aus. Alpollo. Oh, die haben das wirklich eins zu eins übernommen von früher? Krass. Gespenst! Verlasse diesen Ort. Verlasse diesen Ort. Da ist es, Tragosso. Tragosso. Tragosso sieht unheimlich traurig aus, als es die Treppe hinunterstapft. Okay. Die unheimliche Atmosphäre hat Bolt verängstigt. Der arme Bolt. Also sollen wir jetzt nicht da oben rumgehen, oder? Ich weiß nicht. Das Tragosso ist jetzt ja weg, oder? Hm. Ich würde mal sagen, wir machen den Kampf da unten zuerst mal. Ich verstehe das einfach nicht. Warum haben sie ausgerechnet mich zum Dienst im Pokémon-Turm eingeteilt? Muss sie doch genau wissen, wie ängstlich ich bin. Oh, du willst kämpfen? Ich bin aber ziemlich stark. Ja, ist mir egal. Und los geht's! Tabea fordert dich heraus. Ein Kleinstein. Weißt du, was ein Gyarados ist? Hä? Das muss ja irgendetwas extrem Starkes drauf haben. Wenn die nur einen Kleinstein dabei hat. Uff. 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 Jawohl. Da hat man wieder mal eine große Fresse und dann kriegt man auf den Deckel. Das passiert sowas von gerechtfertigt. Das Ding ist überstark. Selbst mein Bisaknoss macht das extrem viel Schaden. Uff. Deine Fähigkeiten als Trainer tragen mir Angst ein. 2800 Poké-Dollar. Unser Kampf hat mich ein bisschen abgelenkt. Dafür schenke ich dir ein paar Items, die ich neulich hier gefunden habe. 5 Pikachu-Bonbons. Vielen lieben Dank. Ich habe auch ein paar dieser Bonbons, mit denen man Pokémon stärker machen kann. In meinem Bonbonglas sind sie sicher. Ja, das ist nicht so gut ausgegangen. Ich heile ihn mal schnell. So, ich habe mal alle ein bisschen aufgefrischt. Nicht ganz voll geheilt, aber zumindest ein bisschen geheilt. Pikachu möchte schon wieder was. Hat immer noch Angst. Kann ich ihn irgendwie... Ja, das hilft deiner Angst nicht, hä? Huh? Ja, tut mir leid, ich kann dir die Angst irgendwie nicht nehmen. What the... what... Alter, das ist creepy. Verlasse diesen Ort. Verlasse diesen Ort. Du wurdest auf mysteriöse Weise ins Erdgeschoss zurückgebracht. Das ist sowas von creepy. Muss ich jetzt da hoch, währenddem die ganze Zeit die da sind? Aber sonst brauche ich wahrscheinlich das Sylphscope. Und das gibt es nur in der nächsten Stadt. Heißt, ich kann den Turm noch gar nicht machen. Aber
Aber hier komme ich schon ein bisschen weiter zumindest. Noch keine Pokémon im Turm gekommen bis jetzt. Exorzistin Airi. Alter, wie unheimlich. Also ein Nebulak. Jetzt fangen sie an mit den Geist-Pokémon, hä? Das wird ein bisschen schwerer, weil wir haben natürlich nichts, das doppelt stark gegen die ist. Aber das macht reichlich Schaden, von dem her. Unser erstes Nebulak ist besiegt. Wir werden wahrscheinlich noch tausende folgen in diesem Turm. Drei Pokémon. Alter, wie unheimlich die aussieht. Gib mir das Item. Ein Aufwecker. Ich gebe es nicht weiter. Gibt es noch ein Item? Ah, Mist. Den ist kein besserer Dialog eingefallen. Tomiko. Ja, wollte ich schon sagen. Nochmal ein Nebula. Hallo, wie geht's so? Zweimal Siedewasser inkommen. Toxin. Ja, das ist weniger cool. Weil das vergiftet doch stark, oder? Oder gibt es gar nicht mehr, den Unterschied? Doch, es gibt ihn, glaube ich, noch. Sollte ihn eigentlich noch geben. Tiefschlag. Keine Ahnung, wie das Nebulak mich schlagen möchte, genau. Das ist nicht wirklich realistisch. Hä? Was mache ich hier eigentlich? Ich vergib mir, ich war von einem Gespenst besessen und außer Kontrolle. Was zur... Ist Pikachu... Hat Pikachu immer noch Angst? Ist es immer noch das Gleiche? Ja. Für mich ist mehr die Frage, wie hoch komme ich? Ich geh mal noch ein Stück weit nach oben. Ich habe einen Kampf unten noch nicht gemacht. Ja, die Geister kommen jetzt auch von unten. Es verunsichert mich jetzt gerade wirklich richtig stark. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nach oben gehen soll oder nicht. Ist eigentlich eine coole Mechanik, aber... Das verunsichert mich total. Kannst du wohl gegen mich gewinnen? Das verunsichert mich sowas von. Saori. Cooler Name. Wieder mal ein Nebula. Sie hat aber zwei Pokémon. Unlicht will noch Doppelschaden machen. Ist besser. Ja, bleiben wir bei Biss. Wir sind immer noch vergiftet übrigens. Ist mir gerade aufgefallen. Ich wollte sie eigentlich heilen gehen dazwischen, aber aus dem ist scheinbar nichts geworden. Schutzschild könnte man gut gebrauchen. Aber nicht in unserem aktuellen Setup, weil Sternschau brauchen wir für erste Attacke Schaufler, um uns zu verstecken. Durchbruch. Genau, das durchbricht ja das Zeug und Gearwurf ist einfach eine extrem starke Attacke. Nee, lassen wir Schutzschild mal raus. Nö. Ich sollte unbedingt ein Gegengift einsetzen. Alpollo. Weiterkämpfen. Aber es ist gut, dass wir eine Unlichtattacke haben, damit wir gegen die Geist-Pokémon ankommen. Wieder der Tiefschlag.
Wobei, er hat jetzt Hände, von dem her, ihm nehme ich es jetzt eher ab. Wahrscheinlich muss man wirklich das Sylph-Scope holen vorher. Wer was, wo, wie. Spüre die rastlose Seele eines Pokémon, möge sie ihren Frieden finden. Ich glaube, wir kommen hier sowieso nicht weiter. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal hier ein paar Kämpfe, weil auf der nächsten Route gibt es sowieso Kämpfe. So, Gyarados geheilt. Nein, das Bibi. Noch aggressiver geht es ja wohl fast nicht. Ah, das ist nochmal ein Trainer. Ja, der ganze Turm ist voller Geist-Pokémon. Ich habe gedacht, da werden nonstop Random Encounters kommen. Hina. Ich meine, physisch der Background hier ist so sinnlos, denn nirgendwo auf der ganzen Karte hat es so viel Platz, wie es jetzt hier im Kampf hat. Es ist wie, als würden alle Geister plötzlich die Steine beiseite räumen, damit man kämpfen kann. Und alle schauen gleichzeitig in die Mitte. Du hast das Gespenst vertrieben. Ja, hoffentlich. Mir ist, als wäre ich aus meinem Traum erwacht. Geh weg. Ich muss dann noch weiter nach oben. Hat's da oben noch irgendwo ein Item? Nö, aber noch weitere Kämpfe. Und hier? Hier komme ich. Die spawnen da aus dem Nix. Jetzt sind sie weg. Hier greift mich. Ah doch, ich wollte gerade sagen, hier greift mich trotzdem ein Gespenst an. Und da ist irgendein Exorzist-Ding am Boden. Ich mache jetzt noch die Kämpfe hier, die ich übersprungen habe. Ja toll, hier komme ich gar nicht mehr durch. Knochen, es fließen Tränen. Ja, das ist die Tragosse-Mutter um. Sonoko. Alles japanische Namen, hä? Ja, irgendwie. Wir brauchen das Sylph-Scope, das weiß ich. Das wurde ja auch gesagt. Aber ich habe gedacht, das bekommt man hier. Das will uns einfach nicht gelingen, die wahre Schale der Gespenster zu enthüllen. Doch, ich glaube, ich muss bis oben. Ich mache nur noch schnell den Kampf unten. Und dann gehe ich so weit, wie ich kann. Nein, weg von mir! Elendes Gespenst! Ah! Und dann, wenn wir mal umgekommen sind, dann schauen wir uns das mal genauer. Kotone. Schon wieder japanisch. Schau mal, was ist los hier? Das japanische Dorf? Das japanische Dorf im Gebirge? Wo nur die Gespenster wohnen. Nebulak. Der Pokéball ist hoffentlich bald wieder aufgeladen. Also, er sollte schon längst jetzt aufgeladen sein. Ich nehme das hier nämlich nicht ein Stück auf. Aber ich habe gedacht, ich nehme jetzt mal so zwei, drei Parts auf und dann habe ich wieder was für die nächsten Wochen zum Schneiden. Ich bin so langsam, was es anbelangt, weil ich teilweise wirklich große Gesprächsfetzen von mir rausschneide oder an einen anderen Ort packe. Das Gespenst hat meinen Körper verlassen. Du hast es vertrieben. Wie fürchterlich. Was, wenn die Gespenster von den anderen oben auch Besitz ergriffen haben? Ja, das haben sie gemacht. Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch.
Den Kampf da oben habe ich gemacht. Hier komme ich jetzt durch. So, und jetzt ist besser. Jetzt gehen wir hier oben durch. Werde eine von uns. Es tönt sowas von blöd. Hitoi. Hit-o. Ist das Garados an Jaue? Ich war ja auch, ich habe ja den Detective Pikachu-Film geschaut, habe ich ja schon im letzten Part erzählt. Und da kommt einmal ein Garados vor. Die Szene ist einfach so krass übertrieben. Und das sieht man jetzt auch im Rest vom Film gar nicht mehr. Was für ein Albtraum. Was ich ein bisschen schade finde. Das war ein so cooles Model. Ich habe zugelassen, dass ein Gespenst von mir Besitz ergreift. Ich habe noch viel zu lernen. Jawohl, das hast du. Du hast einen durch spirituelle Kraft geschützten Bereich betreten. Deine Pokémon wurden vollständig geheilt. Können die mich hier erreichen? Ja, sieht so aus. Schon wieder. Dann machen wir mal den Kampf und das sagt sie. Komm ruhig her, ich habe diese Stelle versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Nein, nicht nochmal. Zombies. Das hat nichts mit Pokémon zu tun. Kaioko. Kaioko. Ein Alpollo. Die wohnen natürlich in den Alpen. Und ein bisschen ins Gesicht. Ja, das wird sich ein bisschen wiederholen hier, die Kämpfe für mich, weil ich habe sonst nichts, was doppelten Schaden macht, glaube ich, gegen Geist-Pokémon. Das ist nämlich ja nur Geist und Unlicht. Und der Rest ist eher so. Zwar macht das nur Gift und Käfer würde ja nur halben Schaden machen, aber von dem haben wir ja sowieso nichts im Team. Der Rest macht einfach nur einfach Schaden und das macht einfach die Kämpfe länger. Ich meine, trainieren mache ich ja eigentlich wirklich beim Pokémon fangen, nicht beim Kämpfen hier. Zum was? Ja, habe ich mir auch gedacht. Uff, ich finde wieder einen Sinn. Wenn sie im Pokémon-Spiel Uff sagen. Ein Eis... Hoppla. Oh. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr raus aus dieser Situation. Wow. Und wie viele Ebenen hat dieser Turm eigentlich? Shinsuru. Vier Pokémon. Hoppa. Schon fast eine Arena. Oh, wieder Base. Da, da, da. Fukano Level 24 Hitzewelle, ja. Außer du hast nur Sachen Agilität, Silberblick. Hitzewelle wacht und war es nochmal genau. Es wird vom Sturmhaus der Luft und verbrennen sich eventuell. Genauigkeit 90, hä? Ja, komm. Nein, ich möchte immer noch Biss einsetzen, sorry. Ich schaue noch mal kurz, ob ein anderes Pokémon noch eine Unlichtattacke hat. Dann können wir das sonst noch nach vorne nehmen, damit man nicht immer nur das Model von Garados sieht. Wer hätte es gedacht, ein drittes Nebulak. Auch ein Gengar würde hier nicht viel mehr bringen, weil ich würde einfach dreimal Biss machen, anstatt dass ich einmal Biss mache. Taburger Level 30. Hey, und ein viertes Nebulak. Taburger entwickelt sich in 6 Level. Das ist cool.
Die Kämpfe waren wirklich sehr eintönig. Ich meine, es gab ja auch nur 151 Pokémon und nur irgendwie vielleicht 10 Geist-Pokémon insgesamt mit den Entwicklungen. Dem her kann ich es ja nicht verstehen. Trotz des jahrelangen spirituellen Trainings in den Bergen bin ich dem Böse verfallen. Welch eine Schande. Komme ich hier durch? Jawohl. Ha. Gib mir deine Seele. Ich habe Cookies für dich. Mikoto. Die haben alle die gleichen Geist-Pokémon, weil sie... Es gibt ja mega wenig Geist-Pokémon eigentlich in der ersten Generation. Gibt es überhaupt 10? Wieso haben die einen so langen Teil mit Geist-Pokémon gemacht? Stimmt ja, Unlicht gab es damals ja gar nicht. Unlicht ist ja erst seit der zweiten Generation hier. Das heißt, man hatte hier das Jahr ja viel schwerer, weil man hätte ja selber einen Nebulab oder so vorher fangen müssen, um hier überhaupt irgendwas zu erreichen. Okay, das heißt, ich habe jetzt gerade einiges einfacher an als damals, weil es ja gar keine Unlichtattacken gab, weil die Unlicht-Pokémon erst in der zweiten Generation mit Stahl dazukamen. Tja, haben wir Glück. Wie sie immer ihre Stäbe fallen lassen. Hat er etwas von mir Besitz ergriffen? Ja, es hat es. Jetzt schaue ich mal noch schnell, ob wir noch was mit Unlicht haben. Bericht. Unlicht. Nö. Dann bleibt es bei Garados. In der nächsten Zeit. Noch mehr. Pikachu hat immer noch einfach Angst, oder? Jawohl, ja. Na, wobei, hat er jetzt immer noch Angst, wenn ich jetzt so reingehe? Nö, jetzt freut er sich. Bolt weiß gar nicht, wohin mit seiner überschüssigen Energie. Ich weiß wohin, vielleicht in die Kämpfe? Das kommt nicht gut raus. Ich glaube, die werden mich hier jetzt ziemlich rausdrängen. Mach hier schnell den Kampf. Nice. Vernichtung. Verzweiflung. Sterben. Tote Pokémon. Marika fordert dich heraus. Nebulak zum 300.000. Mal. Da kommt ja noch den Team, der ganze Team. Alter, da kommt ja noch so viel. Und das hat. Früher hat das Spiel erst viel mehr. Da kommt noch das Team Rocket Gebäude. Das geht ja auch ewig. Alter, entweder. Ich habe wirklich viel zu wenig gespielt. Ich bin erstens sau langsam. Bin ich wieder eine Stunde am Spielen und ich habe nur den blöden Turm gemacht. Man kann das Spiel in 13 Stunden durchspielen. Das heißt, irgendetwas mache ich falsch. Und sogar noch in kürzer, glaube ich, nur unter 6. Irgendetwas mache ich total falsch. Naja. So. Du bist auch geheilt. Ja, hier, das ist ja irgendein Bug. Weil jedes Mal, jetzt seht ihr, jetzt sind sie wieder klein. Dass ihnen das nicht aufgefallen ist? Uff, mir ist schwindelig. Vielleicht leide ich hier eine Blutarmut. Keine Ahnung, ist mir nicht ziemlich egal. Was möchtest du? Ich bin gefangen. Ich habe gedacht, sie traut irgendjemandem nach und sie wurde noch nicht von einem Pokémon befallen. Sawako.
könnte, glaube ich, einen Großteil dieser Kämpfe überspringen. Ja, komm. Level 32. Hoppla. Ja, ich glaube, das soll man erst später lang. Wieso geht das? Ja, das war so ein Typ, ist wieder so extrem lange gegangen gerade. Ich glaube, das soll man noch nicht lang gehen. Das sehen wir jetzt bald, wenn wir jetzt einfach total überfahren werden von den Pokémon. Und mein Garados ist gerade am Sterben. Es zu erledigen. Wir werden sowieso drauf gehen. Sonst nächste Runde. Ja, wir gehen drauf. Oder? Ja, wir gehen hier drauf. Aber wir haben noch ein zweites Alpolo mitgenommen. Boll Level 36, der ist einfach weiter am Leveln. Das Toxin sollte mich jetzt nämlich killen. Tülü! So, wir können gerade so gut einen Elektro-Pokémon nach vorne nehmen. Ich spiele jetzt hier nicht so eine Rolle. Einfach weg. Aber also man sieht jetzt, das was ich meine ist, ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Level extrem schnell gestiegen ist. Das muss ja eigentlich heißen, dass es nicht gedacht ist, dass wir jetzt hier durchgehen. Come on. Ah, Mist. Wollte ich nicht. Gibt es nachdem nochmal eine Ebene? Exorzistin Yaiko. Welches Level ist das? Auch wieder 36. Das ist wiederum Level 25. I don't understand. Danke. Danke. Das war richtig gescheit von mir. Aber war der beste Move in dem Part jetzt. Der beste Move war das. War so richtig gut, der Move. Auch der kann gerade wieder zurück ins Grab. Bis genau auf Level 31, ja. Rasierblatt, sehr gerne. Sehr gerne. Das ist stärker, 4500. Und das... Wobei, hat nur eine hohe... Treffquote, ha? Aber ist besser als Bodycheck. Ich vergesse Bodycheck. Wobei es war unsere eigene einzige Normalattacke. Aber normal ist ja sowieso. Normal hat ja keine Stärke gegen etwas. Wirklich. Ist einfach nur für einen Notfall. Was geht hier nur vor sich? Ich weiß nicht. Ich möchte das Item. So viel weiß ich. 3 Hyperbälle. Sehr angenehm. Nochmal ein Item. Du findest einen Hypertrank. Und hier. Aha! Da ist es ja. Das ist unheimlich. Verlasse diesen Ort. Verlass diesen Ort. Bolt zittert vor Angst. Es traut sich keinen Schritt weiter. Aber ja, ich glaube, das Spiel möchte nicht, dass wir hier weitergehen. Verlasst diesen Ort. Pika. Dann lasse ich mich mal zurück teleportieren. Verlasse diesen Ort. Und da sind wir wieder unten. Du wurdest auf mysteriöse Weise zurückgeschickt. Ist gut so. Können wir nämlich unsere Pokémon halten. Wir haben jetzt alle Kämpfe bis da gemacht. Heißt, später können wir da einfach hochlaufen, ohne größere Probleme.
Jetzt brauchen wir das Sylph Scope, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Frage ist, wo ist das? Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das im Team Rocket Versteck. Und das Team Rocket Versteck ist im großen Supermarkt in der größten Stadt im Spiel. Apropos Team Rocket. Man sagt minutenlang hochkämpfen. Da kommen wir auf Befehl von Giovanni extra nach Lavandia und dann ist von diesem alten Knacker Fuji weit und breit keine Spur. Der einzige Ort, an dem wir noch nicht nachgesehen haben, ist die Spitze des Pokémon-Turms, oder? Genau, aber auch nur, weil uns dieses seltsame Gespenst den Weg versperrt hat. Hallo Tragosso. Den alten konnten wir zwar nicht finden, aber so wie es aussieht, kommen wir wenigstens nicht mit leeren Händen zum Boss zurück. Schnappen wir uns einfach dieses Dragosse und liefern es im Versteck ab. Glänzende Idee, James. Also auf ins Rocket Gamer Paradies in Prisma City. Tra? Aber natürlich, mein Kleiner, deine Mama ist auch in Prismania City. Onkel James und Tante Jessie bringen dich hin. Also komm brav mit, in Ordnung? Tra, tra! Das ist ziemlich gleichgläubige Pokémon. Abgemacht, dann nichts wie los. Ja, jetzt ist klar, wo wir hin müssen. Oh nein, das ist ja schrecklich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen möchtet, dann abonniert mich doch einfach. Wir sehen uns im nächsten Part. Samuel out.